Hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play Final Fantasy 7. Beim letzten Part haben wir ja ein bisschen was von der Vergangenheit von Cloud, Sephiroth und auch Tifa erfahren. Und nun geht unsere Reise weiter auf den Spuren von Sephiroth. Und ja, wir nehmen jetzt die Verfolgung von Sephiroth auf und ich werde diese Zufallskämpfe ausschalten hier auf der Weltkarte und als nächstes besuchen wir hier die Chocobo Ranch. Was sind Chocobos? Genau das hier. Gelbe Vögel, auf denen man unter anderem auch reiten kann. Jetzt haben wir die Materia Chocomog erhalten. Das ist jetzt die erste Aufrufmateria. Nämlich können wir damit einen Chocobo beschwören, der uns dann im Kampf unterstützt. Ja, Chocobos gibt es in jedem Final Fantasy Spiel. Willst du den Sumpf durchqueren? Ja. Dann ist es wohl besser, wenn du dir einen Chocobo holst. Dann kannst du mit dem Chocobo durch den Sumpf flitzen. Das ist die einzige Möglichkeit, nicht von Midgard Zollhorn angegriffen zu werden. Midgard Zollhorn? Ein mehr als 10 Meter großes Schlangenwesen. Es folgt den Fußstapfen im Sumpf. Und dann, zack, greift er an. Damit das nicht passiert, kauft ihr von der Choco Bill und Choco Billy Chocobo Farm einen Chocobo. Wenn du einen Chocobo kaufen möchtest, sprich bitte mit meinem Enkel. Der ist drüben im Chocobo Stall, ganz rechts auf der Farm. Ja, ich will einen Chocobo. Ich will einen Chocobo. Willst du einen Chocobo? Her damit! Ihr habt Pech! Wie? Wir haben keine Chocobos mehr. Ich hüte die da draußen für jemand anderes. Wenn du wirklich einen Chocobo willst, musst du selbst einen fangen. Okay. Willst du wissen, wie man einen Chocobo fängt? Ich weiß schon, wie man einen fängt. Gehen wir zum Geschäftlichen über? Ich biete dir den Chocobo-Köder für 2000 Gil. Willst du ihn? Ja, natürlich. Danke. Du hast nicht genug Geld. Kacke. Hallo. Ja, ich habe zu wenig Geld dafür. Toll. Okay, Leute, ich muss jetzt zurücklaufen. Nach Calm und schnell ein paar Sachen verkaufen, so dass ich Geld für den Chocobo-Köder habe. Geh weg da. So. Ich glaube, ich habe ohnehin zu viel Materia. Aber ich verkaufe jetzt keine Materia. Ich verkaufe irgendein paar Objekte, irgendwas. Diese alten Reif, die ich nicht mehr brauche. Ein Äther habe ich noch. Ich muss jetzt ein paar alte Sachen verkaufen. So, wie viel Geld habe ich jetzt? Oh. Immer sehr wenig. Ein Sternenamulett brauche ich eigentlich nicht so wirklich. So, jetzt dürfte ich genug Geld haben.
um mir einen Chocobo-Köder kaufen zu können. Mit dreifacher Geschwindigkeit und ohne Zufallskämpfe ist es natürlich sehr angenehm, hier auf der Weltkarte zu reisen. Ansonsten würden hunderttausende Monster auf meinem Weg erscheinen und das Ganze wird sich in die Länge ziehen. Der Chocobo-Köder kostet 2000 Gil. Kaufen? Ja, gib mir einen. Danke. Es würde nicht schaden, ein wenig Gemüse zu kaufen. Wie schnell ein Chocobo mit dem Fressen fertig ist, hängt davon ab, welche Art Gemüse du ihm gibst. Okay, jetzt muss ich Gemüse auch noch kaufen. So. Jetzt habe ich mein ganzes Geld hier verschwendet. Jetzt muss ich nur noch einen Chocobo fangen gehen. Wo fängt man einen Chocobo? Ganz einfach. Hier. Auf R2 kann man hier die Sicht umschalten und einfach hier auf den Fußspuren eines Chocobos rumlaufen, bis Gegner erscheinen. So, jetzt werden wir mal die neue Beschwörungssubstanz einsetzen. So, ich will jetzt aber einen Chocobo haben. Ach so, genau. Ich bin so doof, ich muss den Chocobo-Köder hier anlegen. So. Sonst geht das nicht. Das ist eine eigene Materie. Die muss man anlegen und dann auf den Spurlauf. Und jetzt hört man schon an der Musik. Da wartet ein Chocobo auf uns. Wir müssen jetzt... Okay. Ich war zu langsam. Verdammt. Chocobo fangen ist gar nicht so leicht. Ich stelle hier mal vorübergehend den Zeitablauf im Kampf auf Warten. Und jetzt versuchen wir es einfach nochmal. Komm schon. Chocobo, komm. So. So, okay, nochmal das Ganze. Und jetzt muss ich schnell sein. Nämlich muss ich schnell... ein Gemüse schnappen und den Chocobo geben. Und während der Chocobo frisst, soll ich dann schnell die Gegner hier ausschalten. Der hat das Gemüse ziemlich schnell gegessen. Das ist nicht gut. Hier, nimm noch ein Gemüse, Chocobo. So. Während der Chocobo jetzt das Gemüse frisst, muss ich schnell die Gegner ausschalten. Komm schon. Nein, nicht den Chocobo angreifen. Komm schon. Den Elfer-Dunk, oder wie der heißt. Ja, geschafft. Nun haben wir den Chocobo gefangen. So, mit dem Chocobo können wir jetzt hier durch den Sumpf, ohne dass uns die Schlange hier erwischt. Zumindest ist das der Plan. Wenn wir zu Fuß gehen würden, dann wären wir einfach zu langsam. Hat Sephiroth das getan? Wahnsinn. Unser Feind kann sowas tun?
Ja, das kann Sephiroth. So, Chocobo brauche ich jetzt nicht mehr. Ich kann jetzt auch wieder den Chocobo-Köder ablegen und rüste wieder Schutz aus. So, Cloud hat jetzt die Zustandsveränderung Traurigkeit. Dadurch füllt sich die Limitleiste nicht so schnell auf wie normalerweise. Ich habe jetzt auch keinen Hyper. Naja, egal. Ich werde das Spiel jetzt mal abspeichern. Und nun betreten wir die Höhle. So, hier gibt es eine Gemütskapsel. Einen Moment. Bist du zufällig... Weißt du, wer ich bin? Von den Turks, oder? Nun, wenn du Bescheid weißt, dauert das hier nicht lang. Es ist schwer zu erklären, was die Turks tun. Entführung, oder? Negativ ausgedrückt, kannst du das so sagen. Aber das ist nicht alles. Es ist jetzt noch mehr. Sir. Ist okay, Wood. Ich weiß, du magst keine Reden, also brich dir keinen ab. Elena, dann erklär du es. Ich bin das neueste Mitglied der Turks, Elena. Dem, was du Reno angetan hast, haben wir zu verdanken, dass wir zu wenige sind. Obwohl, deswegen bin ich zu den Turks befördert worden. Auf alle Fälle müssen wir herausfinden, wohin Sephiroth unterwegs ist. Außerdem versuchen wir, euch aufzuhalten. Halt mal, es ist genau umgekehrt. Ihr seid diejenigen, die uns ständig im Weg sind. Elena, du redest zu viel. Herr Zeng? Es gibt keinen Grund, Ihnen etwas von unserer Order zu erzählen. Entschuldige, Zeng. Ich dachte, ich hätte dir Befehle erteilt. Geh jetzt, vergiss nicht, deinen Bericht zu schreiben. Oh, ja. Sehr gut. Wood und ich werden Sephiroth folgen. Er befindet sich auf dem Weg zum Hafen von Yunnan. Elena, du scheinst nicht zu verstehen. Oh, Entschuldigung. Geh, lass Sephiroth nicht entkommen. Jawohl, Sir. Reno meinte, er wollte dich sehen, nachdem die Wunden, die du ihm zugefügt hattest, geheilt waren. Er wollte euch allen seine Zuneigung mit einer neuen Waffe beweisen. Naja, dann... Erwis, lang nicht gesehen. Sieht aus, als wärst du eine Weile vor den Shinra sicher, jetzt wo Sephiroth wieder aufgetaucht ist. Was redest du da? Soll ich Sephiroth etwa dankbar sein? Nein. Wir werden uns nicht so oft sehen. Pass auf dich auf. Klingt komisch, wenn das von dir kommt. Also dann, geh Shinra aus dem Weg. Vielleicht. So, hier drüben gibt es dann noch einen Äther und ein Zelt. Und man kann hier raufklettern. Und hier gibt es noch eine Fernangriff-Materie. Diese Materie ist ziemlich praktisch, denn... Durch Fernangriff kann ich jetzt Cloud in die hintere Reihe setzen, aber ich mache es dann, glaube ich, doch bei Tifa. Nämlich kann ich Tifa damit in die hintere Reihe versetzen. Wenn sie in der hinteren Reihe ist, dann nimmt sie nicht so viel Schaden durch Nahkampfangriffe. Und durch diese Fernangriff-Materie macht sie aber gleich viel Schaden.
Normalerweise, wenn man jemanden in die hintere Reihe versetzt, bekommt man nicht so viel Nahkampfschaden und macht aber auch nicht so viel Nahkampfschaden. Aber dank dieser Materia macht man trotzdem gleich viel Nahkampfschaden, als ob man in der vorderen Reihe stehen würde. Ja. So. Muss ein paar Kämpfe wieder zeigen hier. So, nämlich habe ich eine neue Materia, die Beben-Materia. Die werde ich hier gleich mal ausprobieren. So, und mit Cloud habe ich das Feindeskönnen Matra-Zauber bekommen. In der Midgar-Region habe ich da gekämpft. Und da habe ich das hier gelernt. Ziemlich praktisch gegen mehrere Gegner. Oh, die Kiste muss ich noch öffnen. Hier gibt es ein Elixier und einen HI-Trank. So, hier kommt man glaube ich nicht weiter. Nein. Dann müssen wir hier raufklettern und ja, dann sind wir wieder auf der anderen Seite und nun müssen wir hier zum Fort Condor, also wir müssen nach Junon, aber wir können hier auch einen Abstecher im Fort Condor machen. Und ich will jetzt aber zuerst einen weiteren Charakter hier im Spiel freischalten. Davor werde ich kurz speichern. Und nun möchte ich einen weiteren Charakter freischalten. Nämlich werden wir hier im Wald, nicht immer, aber manchmal, einen Charakter begegnen. Okay. Das sind die falschen, weil das sind Monster. So, ich sollte mich jetzt mal heilen. Und das sind auch wieder die falschen Gegner. Okay, Beben wirkt bei denen nicht, weil die sind ja in der Luft. Hatte ich ganz vergessen. Und dieser Matra-Zauber ist auf jeden Fall ziemlich praktisch. Okay, ich werde jetzt fliehen. Vielleicht muss ich auch hier im größeren Wald das machen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Aber ja, vielleicht hier im größeren Wald. Da sind auch wieder diese lästigen Dinger hier. Männer. Die sind lästig. Die sind wirklich lästig, diese... Keine Ahnung, was das für Dinger sind. Ich weiß nur, sie sterben jetzt gleich. So, wieder alle heilen. So, nun komm jetzt.
So. Nun stehen wir endlich Yuffie gegenüber. In der Beschreibung steht erstmal nur Mystery Ninja, also mysteriöser Ninja. Sind wir jetzt hier in diesem Bildschirm und wir dürfen auf keinen Fall zum Speicherpunkt, denn sonst haut Yuffie mit 200 Gil ab. Mann, ich habe verloren. Unmöglich. Na, du hier nie? Wie wär's? Wollen wir nochmal? So, wenn wir jetzt sagen, na klar, dann haut Yuffie auch mit Geld von uns ab. Wir müssen antworten, kein Interesse. Willst du weglaufen? Bleib und kämpfe. Kämpfe, habe ich gesagt. Komm schon, was ist los? Du hast ganz schön Angst vor mir, was? Und hier müssen wir nun antworten, wie versteinert. Genau wie ich gedacht habe. Was erwartest du anderes bei meinen Fähigkeiten? Ich wünsche euch viel Glück, wenn ihr euch stark genug fühlt. Tragen wir noch eine Runde aus. Bis dann. Ich gehe jetzt los. Das habe ich vor. Warte einen Moment. Was ist? Willst du noch was von mir? Also was ist es? Ich weiß, dass du meine Hilfe willst, weil ich so gut bin. Du willst, dass ich mit dir komme? Stimmt. Habe ich mir doch gedacht. Du bringst mich in eine Zwickmühle. Was soll ich nur tun? Aber wenn du mich so sehr brauchst, kann ich schlecht ablehnen. In Ordnung, ich komme mit dir. Beeilen wir uns. Warte, ich habe dir noch nicht mal gesagt, wie ich heiße. Ich bin Yuffie, freut mich. Genau wie ich es geplant hatte. Jetzt muss ich nur noch... Und ein bisschen hier, ein bisschen da. Hey, warte, warte auf mich. So. Und nun haben wir einen neuen Charakter in unserem Team. Nämlich können wir jetzt... Yuffie mit dazu nehmen. Ein kleines Ninja-Mädchen und ja... Als nächstes geht es nun zum Fort Condor. Das ist hier oben. Wir haben Shinra lange Zeit auf diesem Schlachtfeld bekämpft. Wir sind stets auf einen langen Krieg mit ihnen vorbereitet. Falls ihr es nicht eilig habt, würdet ihr uns im Kampf gegen sie unterstützen? Hört mal, wir wollen euch nicht drängen. Wenn ihr gerade in einer anderen Sache steckt, warum bringt ihr die nicht erst zu Ende? Wir helfen euch. Wirklich? Dann geht nach oben. Man wird euch die Einzelheiten erklären. Natürlich unterstützen wir hier die Leute im Kampf gegen Shinra. Ist doch klar. Doch bevor wir uns hier in die Einzelheiten, erklären lassen, werde ich hier erstmal den nächsten Speicherpunkt benutzen. So,
und dieser Part ist somit dann auch zu Ende. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann hier in die Einzelheiten im Kampf gegen Shinra einführen lassen. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.